Steffi, danke schön. Eigentlich hast du alles schon gesagt im Intro. Und erstmal guten Tag an alle hier zusammen. Modera Dach, das, wie es schon sagt, das Dach natürlich für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz. Wir haben Modera Dach im letzten Jahr im Sommer gegründet, um auch dann hier in der Region die Produkte von Modera zu vertreiben. So, das sind letztendlich, kann man sagen, der digitale Fahrzeug-An- und Verkaufsprozess. Und das nicht nur für Händler, Großhändler, auch für OEMs oder auch für Importeure. So, Modera ist dort schon vor langer Zeit eingestiegen, um diese Produkte anzubieten. Modera kommt mit dem Hauptsitz aus Estland in Tallinn. Und ich habe auch hier meinen Kollegen Jannik Prümmel dabei. Jannik ist da hinten, hallo. Und Modera hat also angefangen, Webseiten, hochprofessionelle Webseiten zu bauen für Händler, für die Automobilindustrie. Und dann ist letztendlich der digitale Schwung, ne, ist so richtig gestartet. Und man brauchte ein Lead-Management-System. Nachdem man dann ein Lead-Management-System hatte, hatte man sich auch gesagt, dann können wir auch den kompletten Verkaufsprozess digitalisieren. Und das ist dann auch passiert. Das ist das Core-Produkte, die Modera entwickelt hat und auch nicht nur entwickelt, sondern auch im Markt implementiert und auch den Partnern natürlich Unterstützung gibt. Was noch eben ganz neu jetzt ist, das ist, in der letzten Zeit haben wir viel darüber gehört, das sind das OEMs, dass Hersteller gerne direkt Autos verkaufen möchten. Da gibt es verschiedene Namen dafür, das Agenturmodell oder Direct Sales. Und da wir sowieso schon so weit sind und diese ganze Kette haben, die Wertschöpfungskette, haben wir das als neuestes Produkt entwickelt und können dort auch Lösungen anbieten für unsere Partner und hier vor allen Dingen für OEM und Importeure. Damit man das alles mal so ein bisschen sieht, was ist Modera, was macht Modera? Hier sind die verschiedenen Module, eben wie ich gesagt habe, einmal die Webfront, das ist die Webseite, dann haben wir natürlich einen Showroom, auch digitaler Showroom, das wird von den Händlern auch oft gewünscht, damit man auch Fahrzeuge zeigen kann, die man eigentlich gar nicht im Showroom hat. Dann kommt unser eigentlich, kann man sagen, Verkauf und CRM, unser Herzstück, das ist die Modera Salesfront, die möchte ich gleich noch mal einmal mit einer Chart, wir haben ja nur 5 Minuten, noch mal einmal im Detail ganz kurz runterlaufen lassen, dass man so ein bisschen versteht, was steckt eigentlich hinter einem digitalen Verkäuferarbeitsplatz. Das alles kann man sehen auf der Händlerebene. Da unten ist noch links die Modera E-Commerce, das wäre also komplett Online-Sales. Das kann von Händlern gemacht werden, das kann aber auch von Importeuren, kann das auch geleistet werden. Gut, und dann komme ich zu den Importeuren. Hier natürlich ganz wichtig, ein Kernstück auch von unserer Kompetenz ist die Fahrzeuglogistik. Damit fängt es natürlich an. Ja, wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen Pools, wir brauchen Gebrauchtfahrzeugpools, Neuwagenpools. So, und das ist unsere Fahrzeuglogistikplattform, die dann sich einspielt, ja, in den Modera Importeur oder in die Salesfront. So ist alles mit sich integriert und guter Letzt natürlich wie immer ganz wichtig die Integration mit anderen Systemen. Ob das Versicherungen sind, ne, ob das Banken sind oder Dealer-Management-Systeme. Das ist alles sehr bekannt. Ich sage immer, der Teufel, der steckt im Detail und ein gutes System muss auch wirklich dort in alle Richtungen funktionieren. Hier sehen wir nur mal ganz kurz diesen kleinen Ausschnitt aus unserer Salesfront. Das ist eigentlich alles selbstverständlich. Ein gutes Lead-Management natürlich, das hatte ich schon angesprochen. Damit geht es los. Der Neuwagen, der Gebrauchtwagen, die Bestandslogistikmanagement, Inzahlungnahme, Probefahrten, Verkaufsverträge, selbst auch Rechnungsstellung, alles ist in unserem digitalen Verkäuferarbeitsplatz enthalten. Und das heißt nicht, dass wir den Verkäufer ersetzen. Wir unterstützen den Verkäufer. Heutzutage wird immer mehr digital kommuniziert und hier ist eben halt für uns ganz wichtig, ne, dass wir da ein tolles System haben. Und das haben wir auch. Und es ist preisgünstig. Ich glaube, das ist auch noch sehr wichtig. Gut, meine letzte Chart, ich muss mich spurten, sonst gibt es auch mal Probleme. Aber alles ist gut. So 5 Minuten Werke eingehalten. Wir haben noch eine kleine Überraschung mitgebracht, eine Lotterie. Wir wollen natürlich, dass ihr alle zu uns kommt. Wir sind bei S7.
am Startup und dort kann man heute, also morgen wird das bekannt gegeben, eine Apple Watch Series 8 haben wir zum Ausloben. Da braucht man sich nur registrieren. Wir freuen uns auf euren Besuch. Ja, vielen Dank.